Hallöchen, heute gibt es meinen Lesemonat für euch, denn in der letzten Zeit kamen ein bisschen wenig aktuelle Videos und ja, das möchte ich jetzt mal ausgleichen. Wie ihr schon gesehen habt, ist es ein mächtiger Stapel und da kommen auch noch weitere Dinge dazu. Gestartet hat der Monat April mit Simon oder Simon van Boy, die Illusion des Getrenntseins. Und ich kann es gar nicht glauben, dass ich das alles, was ich auch schon hochgehalten habe, im April gelesen habe, denn das kommt mir schon länger vor, dieses Buch. Ich muss mal eben nochmal spicken. Also es ist so, wir verfolgen verschiedene Personen in verschiedenen Jahren, so mit Zeiten ihres Lebens und auch umgeben von verschiedenen Zeiten. Zum Beispiel Martin, Los Angeles 2010. Das steht dann immer am Anfang und dann kommt immer ein bisschen was über Martin eben in diesem Jahr. Am Anfang ist es alles sehr, ja, mysteriös, sehr ein bisschen verwirrend. Ich werde es auch auf jeden Fall nochmal lesen, dieses Buch. Aber es ist unfassbar gut. Also ich finde es richtig, richtig gut. Am Ende löst sich alles auf und wirklich erst mit dem letzten Wort, der letzten Silbe, eigentlich noch dem Nachklang erst der letzten Seiten, fällt einem irgendwann auf, ach ja, stimmt, das und das und das. Und es bilden sich Verknüpfungen im Kopf und man ist selbst erstaunt, dass man auch noch Stunden danach noch feststellt, krass, echt heftig, wie gut dieses Buch geschrieben ist und wie gut das alles zusammenpasst. Das heißt, am Ende löst sich alles auf, was am Anfang sehr verwirrend erscheint und sehr durcheinander. Wir verstehen, also am Ende habe ich zumindest einigermaßen verstanden, wer mit wem wie zusammenhängt, woher wer kommt und was dann daraus geworden ist. Und das ist echt richtig, richtig gut gemacht. Denn wir springen von den Zeiten her ständig hin und her. Es geht mal um den Zweiten Weltkrieg, es geht um die Jetztzeit, sage ich mal. Also 2010 ist, glaube ich, das Aktuellste. Ja, ein ganz besonderes Buch aus dem Insel Verlag. Ich kann nur wieder sagen, ist Insel Verlag super. Es gibt immer wieder dort besondere Bücher und eben eins, das es so noch nicht gab. Es ist kein historisches Buch, es ist kein biografisches Buch, es ist faszinierend. Einfach eine tolle Geschichte, die so verwoben ist, wie es Geschichten nur sein können und sein sollten und die uns eigentlich zeigen, wie toll das Leben sein kann und wie miteinander verbunden. Und ja, ihr hört mich nur begeistert, ein absoluter Buchtipp. Das Buch, das ich für den April gezogen und direkt gelesen habe, Simon van Boy, Die Illusion des Getrenntseins. Danach kam ein dünnes Büchlein, denn ich hatte Lust, mal was Leichteres, in Anführungszeichen, wieder zu lesen, von Julia Engelmann, Wir können alles sein, Baby. Das ist das zweite Buch ihrer, ja, Poetry-Slam-Veröffentlichung in Buchform. Fand ich auch wieder interessant, wieder spannend. Ich muss aber leider sagen, ich habe es einfach nicht so mit Poetry Slam im Buch. Also ich habe es lieber, irgendwo hinzugehen und mir das anzuhören und ein tolles Erlebnis zu haben, anstatt das alles zu lesen. War wieder interessant, war wieder inspirierend. Ja, wie gesagt, noch mehr gefällt es mir, wenn ich das live erlebe. Dann seht ihr mich jetzt von Cecilia Ahern, Flawed, hochhalten. Das ist die englische Ausgabe. Es ist tatsächlich so, ich habe dieses Buch an sich, Objekt an sich, nicht komplett so gelesen, wie ich es jetzt in der Hand halte. Denn habe ich noch ein Lesezeichen drin? Ja. Ich habe es bis Seite 24 geschafft. Und mir ist aufgefallen, also ich habe es in der Woche, an dem Montag vor Ostern begonnen. Ich packe das nicht. Ich packe es nicht, dieses Buch in meiner langsamen Lesegeschwindigkeit zu lesen auf Englisch, denn auf Englisch lese ich schon bedeutend langsamer als auf Deutsch. Das heißt, ich habe mir gedacht, muss ich wohl doch irgendwie das Geld ausgeben für das Hardcover und habe mir Flawed von Cecilia Ahern auf Deutsch im Hardcover gekauft. Das Ganze habe ich einigermaßen zügig verschlungen. Für meine Begriffe, für so ein dickes Buch war es schon schnell und ich konnte es auch nicht zur Seite legen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht unbedingt ein Fan dieses Genres. Denn das war das erste Buch, das ich in dieser Richtung gelesen habe. Ich bin ein Fan der Autorin und deswegen wollte ich es lesen, weil ich alle ihre Werke lesen möchte. Das heißt, ich habe mich daran getraut und habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus, von meiner Lieblingsautorin geschrieben. Ich hoffe, der Schreibstil kann mich hinweg retten über die Seiten und über die Geschichte, falls mir die Geschichte nicht gefallen sollte. Ich habe nicht erwartet, was da auf mich zukommt. Ich war wirklich süchtig danach.
Ich habe das Buch zwischendurch zugeschlagen, meinen Freund angeschaut und ihn halb angeschrien, weil ich es nicht fassen konnte. Ich konnte es nicht fassen, dass mich diese Geschichte so reinzieht und gleichzeitig, dass ich immer wieder irgendetwas daran so abstoßend und so anwidernd, so schrecklich fand, dass ich es nicht weiterlesen wollte. Also ich war ständig in dem Zwiespalt, lese ich es weiter, lese ich nicht weiter. Und das war echt ein heftiger Gefühlssturm, sage ich mal, ein Chaos in mir. Und letztendlich muss ich sagen, ich war so begeistert, dass es natürlich auf das hinausgelaufen ist, was kommen musste. Ich habe es schon geahnt. Und zwar, dass ich an Karfreitag, hat keinen Laden offen, dieses Buch hier beende und unbedingt aber weiterlesen möchte. Ja, es kam, wie es kommen musste. Dieses Buch hier habe ich beendet und musste mir direkt im Anschluss dieses Buch hier kaufen. Und habe es auch gelesen. Der zweite Teil dieser Reihe, perfekt. Ja, ich habe noch gar nicht erzählt, worum es eigentlich geht. Also es geht im ersten Teil darum, dass Celestine in einer perfekten Welt lebt. Das heißt, sie ist davon überzeugt, dass die Gilde, die es dort gibt, die ist eine moralisch-ethische Instanz, die sich die Macht herausnimmt, darüber zu entscheiden, wenn jemand etwas moralisch-ethisches Schlechtes macht, diesen Menschen zu verurteilen. Das heißt, wenn dieser Mensch verurteilt wird, wird er gebrandmarkt. Und zwar je nach Verbrechen an einer bestimmten Körperstelle. Ja. Ich möchte gar nicht viel mehr verraten, denn was passiert ist, dass diese Welt für sie, diese Anschauung, diese Perspektive ins Wanken gerät. Und zwar erstmal aufgrund dessen, dass sie miterlebt, dass ihre Klavierlehrerin, eine gute Nachbarin und Freundin, abgeholt wird von den Whistleblowern und auch dann gebrandmarkt wird. Und sie beginnt ein Stück weit umzudenken bzw. menschlicher zu denken. Denn was diese Gilde veranstaltet, ist, finde ich, nicht wirklich menschlich und nicht wirklich moralisch in Ordnung. Deswegen, ja, handelt sie meiner Meinung nach sehr, sehr gut und weise. Was aber daraus für sie folgt, kann man in diesen beiden Büchern lesen. Und ich habe nicht gewusst und nicht geahnt, wo mich das hinbringt. Vor allem nicht in welche Gefühlswelten und wie sehr mich diese beiden Bücher auffüllen können. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr was braucht, das euch packt, das euch rausreißt aus eurem Leben, das euch wieder reinwirft in euer Leben und ihr ruhig für den Moment nicht mehr klarkommt mit der Welt und einfach nur weiterlesen wollt, egal wie spät es ist. Dieses Buch habe ich in 2 Tagen gelesen. Dazu muss ich aber sagen, den Großteil des Buches, also über 400 Seiten, oder mit dem Rest des anderen Buches, also ich habe über 400 Seiten an dem einen Tag gelesen. Ich musste dann zu einer Familienfeier an Ostern eben, da ist man mal wo eingeladen. Und ich hatte vom ersten Buch nur noch 10 Seiten zu lesen. Und ich habe es nahezu nicht ausgehalten, irgendwo zu sein und zu wissen, ich warte sehnsüchtig darauf, diese 10 Seiten zu lesen und danach mit diesem Buch direkt weiterzumachen. Es war für mich eigentlich schrecklich. Und ja, das hat dieses Jahr mein Ostern geprägt. Ich kann es euch nur empfehlen. Lest dieses Buch, diese beiden Bücher. So, danach habe ich was ganz anderes und dünnes und was anderes gebraucht. Auf jeden Fall von David Foster Wallace habe ich gelesen, das hier ist Wasser, this is water. Das Ganze sind nur um die 60 Seiten und zwar deutsche und englische Fassung. Ich habe beides direkt nacheinander gelesen in einem Rutsch. Es ist quasi erst die deutsche Übersetzung und dann das englische Original. Hierbei geht es um eine Rede, die David Foster Wallace gehalten hat, und zwar vor Absolventen und ihnen so ein bisschen was übers Leben erklärt hat und so ein bisschen angestiftet hat, dass sie denken sollen. Und ja, ich fand das ganz nett soweit. Würde es mir vielleicht nicht unbedingt neu kaufen, das habe ich gebraucht gekauft. Und ja, wie gesagt, wen das interessiert, ich finde es echt ganz interessant und ganz nett, wie er das formuliert, wie er das ausdrückt. Mehr aber irgendwie auch nicht. Dann kam ein E-Book, und zwar von Cara Mattea, Das Leben im Jetzt und Hier. Ich habe dieses E-Book, beziehungsweise bin über dieses E-Book gestolpert auf Instagram oder Bookstagram und habe es mir aus mir unerfindlichen Gründen sofort heruntergeladen. ja, und es auch bemerkenswert schnell angefangen zu lesen. In diesem E-Book geht es um Emilia, sie wird nur meistens Mila genannt, und Leo. Emilia kommt nach Berlin, sie kommt aus München und studiert dann in Berlin weiter.
Berlin, ne? Berlin. Und zwar ihr Medizinstudium. Sie geht, oder sie hat dann auch Praktikum am gleichen Klinikum wie ihr Bruder. Johannes oder Jojo hat eine schnelle Möglichkeit, in eine WG zu ziehen. Allerdings ist ihre Mitbewohnerin Ivana nicht so die netteste, stellt sie fest. Und sie lernt sehr überraschend und plötzlich Leo kennen. Leo bringt ihr Leben so ein bisschen durcheinander, nimmt sie mit in zu seinem Zweitjob. Er ist Modestudent oder Designstudent und hat ein Designlabel mit Freunden. Unter anderem ist da auch Ivana dabei. Und er arbeitet noch nebenbei in einer Bar oder einem Restaurant. Und ja, die beiden erleben so manches. Es ist durchaus turbulent, durchaus interessant, gut geschrieben, finde ich. Allerdings fehlt so manchmal, ja, also es ist zwischendurch, fand ich es ein bisschen eintönig. Also es war immer mal wieder so, dass eine bestimmte Situation so extrem war und die nochmal und nochmal wiederholt war. Und dann hatte ich den Eindruck, ja, ich habe es begriffen. Es kann weitergehen, die Geschichte. Deswegen, also ich hätte da vermutlich einen Teil rausgestrichen, weil ich das Gefühl hatte, es war schon klar, worauf es zum Teil jedenfalls hinauslief. Es gab noch einige Wendungen, die hat man von Anfang an nicht gewusst und auch nicht vorhersehen können, meine ich. Dann aber nach einer gewissen Zeit konnte man schon so grob ahnen, in welche Richtung es läuft, beziehungsweise dann zumindest so ein paar Seiten voraus ahnen, wie es ganz am Ende ausgeht. Ja, ich, soweit ich mitgekriegt habe, ist es eine junge Self-Publisherin, die ich durchaus bewundere, dann mit dem Mut und das erste Buch zu veröffentlichen. Ich finde es durchaus gelungen. Schaut ruhig mal bei ihr vorbei auf Instagram unter Cara Mattea. Und ja, ich freue mich ein Stück weit schon auf die Fortsetzung. Ich schätze mal, ich werde sie lesen, außer es dauert mir noch zu lange bis dahin und ich habe die Geschichte wieder, den ersten Teil vergessen. Ja, aber bis dahin werde ich auf jeden Fall immer mal wieder vorbeischauen und gucken, ob sich da was Neues tut bei ihr. Bevor ich zu den letzten Teilen einer Reihe komme, die ich beendet habe in diesem Monat, möchte ich erst noch eine Reihe beginnen. Die habe ich als Hörbuch gehört und zwar Artemis Fowl von Eon Colfer, der erste Teil. Artemis Fowl, die Verschwörung von Eon Colfer. Dann habe ich noch gehört Artemis Fowl, der Geheimcode. Und noch die Akte. Alles gelesen von Rufus Beck. Wunderbar, wie ich finde, denn er kann das nicht nur bei Harry Potter, sondern er kann das auch bei Artemis Fowl richtig gut. Und es war so eine kleine Sucht. Ich habe den ersten aufgehört und den zweiten direkt weitergemacht, den dritten weiter hinterher. Und dann hatte ich so ein bisschen eine Flaute und habe gedacht, ich möchte es nicht direkt nochmal weiterhören. Ich habe jetzt gerade genug Artemis. Und dann hat mein Freund gemeint, dann hör doch die Akte. Das ist so wie so ein Zwischenteil, den muss man nicht unbedingt sich anhören oder lesen. Kann man aber. Da geht es dann mehr um Interviews mit den einzelnen Protagonisten, die man kennenlernt. Und zwei zusätzliche kurze Geschichten. Die einen die Person so ein bisschen nochmal näher bringen oder so ein paar Umstände. Wie, was, wo, wozu gekommen ist. In Artemis Fowl geht es generell erstmal darum, dass es ein 13-jähriger Junge ist, soweit ich weiß, Artemis Fowl Junior, der eigentlich in die Fußstapfen seines Vaters treten möchte. Und zwar, er ist ein großer Verbrecher. Allerdings hat da seine Mutter was dagegen und auch sein Vater ist erstmal verschollen zu Beginn der Geschichte. Das heißt, wir lernen ihn kennen, der ziemlich ausgewuchst, sehr intelligent, sehr clever ist und der einen großen Coup vorhat und da was Besonderes durchziehen will. Das Ganze hängt mit dem Erdvolk zusammen, das heißt mit den Elfen, die leben unter der Erde. Zumindest die meiste Zeit ihres Lebens. Und ja, die möchte er beklauen. Das hat noch niemand versucht, beziehungsweise noch niemand geschafft. Und er als noch junger Kerl, er probiert das aus. Dabei trifft er auf Holly Short, die durchaus hartnäckig ist und sehr sympathisch, wie ich finde. Ich finde es sehr unterhaltsam. Es ist einfach mal was anderes. Es ist kein, Fantasy, Krieg auf Leben und Tod, irgendwelche Gruppen gegeneinander. Und ja, also ich finde es einfach sehr unterhaltsam, weil es so intelligent ist und so durchdacht alles. Und deswegen höre ich da vermutlich auch im Mai weiter. Dann fehlt noch die Reihe, die ich beendet habe im April. Und zwar
von Ashley Gilmore, Heather, das ist Belles Tochter, die nach Atlanta reist und ihre eigene Bäckerei dort aufzieht. Sehr, sehr unterhaltsam, sehr schön. Dann Kayla, Jasmins Tochter, auch von Ashley Gilmore. Sie wird nach Texas geschickt zu einer Pferderanch und sie ist eigentlich die Verwöhnte, die bestaussehendste und die eitelste unter den Prinzessinnen dieser Reihe und ja, erlebt mal, wie das so ist, wie so das normale Leben ist, wie man so bestimmte Dinge auch macht. Dann haben wir noch Rachel, Anastasias Tochter. Ich muss ja gestehen, Anastasia ist meine Liebste, auch von den Filmen her. Deswegen habe ich mich besonders auf diesen Band hier gefreut. Rachel wird nach Seattle geschickt. Allerdings macht Rachel sowas ganz anderes mit ihrem Magical. Und was sie da macht, auch wiederum sehr spannend. Auch das Ende dieses Bandes ist so ein bisschen das offizielle Ende, sage ich mal, der Reihe. Und so ein bisschen inoffiziell gibt es noch Sandy Claus, und zwar Santas Tochter. Santa Claus ist keine Disney-Prinzessin sozusagen. Ja, sondern eben Santa Claus. Sie darf 3 Wochen einspringen in Boston und darf die Menschen beobachten und gucken, ob die alle artig sind oder nicht und wer dann Geschenke kriegt an Weihnachten und wer nicht von Santa Claus. Sie wird dann wieder abgeholt von ihrem Vater an Heiligabend und ja, was dann passiert, ob sie doch lieber da bleiben möchte oder wieder nach Hause geht, das kann man hier drin noch lesen. Somit ist die Princess in Love-Reihe von Ashley Gilmore beendet. Ein Stück weit bin ich auch froh, denn auf die Dauer hat es so ein bisschen diesen Wiederholungscharakter und man möchte eigentlich vorspulen und wissen, wie läuft das jetzt bei jeder einzelnen Prinzessin, aber nicht nochmal den Vorspann unbedingt dringend lesen. Gut, das war mein gewaltiger Lesemonat vom April. Ich bin sehr froh und stolz darauf und nicht unter anderem ist der Suchtfaktor von diesen beiden Schätzen mit Schuld daran, dass es so viel geworden ist. Wenn ihr mich jetzt abonnieren wollt, dann klickt einfach auf den Button, der hier erscheint oder guckt euch ein Video an. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und bis dahin sage ich Tschüss!